Zum zweiten Mal in Folge findet die Gamescom als rein digitale Messe statt. Und das heißt auch, dass die Indie Arena Booth als Anlauf- und Präsentationsfläche für kleinere Spieleentwickler wieder als komplett virtueller Auftritt erlebbar ist. Allerdings wurden für die 2021er Ausgabe ein paar Änderungen vorgenommen, wie uns die Leiterin der Indie Arena Booth, Valentina Birke, erklärt. Ja, die Indie Arena Booth ist in diesem Jahr natürlich wieder im Browser spielbar, wie im letzten Jahr auch schon. Wir haben aber schon ganz schön viel an unserem System geschraubt. Also im letzten Jahr hatten wir ja 200 verschiedene Spiele und wir haben gemerkt, das ist einfach zu viel, also für die Indie-Devs und aber auch für die Nutzerinnen und Nutzer, sich da durchzuwühlen. Und im letzten Jahr hatte jede Booth oder jedes Spiel ihre eigene Welt. Und wir haben das jetzt über die Jahre hinweg oder über das letzte Jahr hinweg ein bisschen kondensiert und verschiedene Themenwelten gebaut. Das heißt, es gibt jetzt insgesamt 13 Welten und da sind unsere 120 Spiele drin. Und das wird alles ein bisschen muckeliger. Wir haben zum ersten Mal ein Thema in diesem Jahr, das ist Summer Camp of Doom, und haben das dann auch levelbaumäßig und gameplaymäßig ein bisschen mit eingebaut. Also das sind so, glaube ich, die größten Neuerungen. Man ist nicht mehr so super verloren in einer riesen Welt, aber man kann immer noch dieselben Sachen spielen und erleben. Und das ist, glaube ich, es ist angenehmer zu nutzen. Letztes Jahr war ja eher so Open Alpha oder so. Und in diesem Jahr ist es schon was Richtiges mit auch mehr Entwicklungszeit. Dabei waren die virtuellen Besichtigungsflächen nicht die einzige Herausforderung in diesem Jahr. Und das andere ist tatsächlich auch, wir hatten ein paar Unsicherheiten mit, ob finden jetzt wieder Sachen vor Ort statt oder finden sie jetzt weiterhin nur online statt. Wir waren auf beides vorbereitet. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen das Kräftezehrende, wenn man beides vorbereitet. Und so bin ich jetzt froh, dass wir uns nur auf eine Sache konzentrieren konnten und die dann gut machen können. Für die Spieleentwickler ist die Indie Arena Booth natürlich eine tolle Gelegenheit, ihre Arbeit zu präsentieren. Das Fehlen der echten Messehallen ist aber auch ein Problem, besonders für junge Teams. Auf Messen normalerweise laufen die in Publisher rein oder man trifft mal hier jemanden, man trifft mal da jemanden. Und das ist alles online viel, viel schwieriger geworden. Und auch so eine gewisse Sichtbarkeit online zu haben. Wir haben das tatsächlich in diesem Jahr auch getackelt. Es gab eine Login-Restricted-Version für Business-Leute, für Presse, wo die dann mit unseren Devs minkeln konnten, und wir haben auch ein eigenes Matchmaking-System bei uns im Backend entwickelt. Aber das ist tatsächlich was auf vielen Online-Veranstaltungen gar nicht so super gut abgebildet werden kann. Und ich glaube, das ist auch dann eine große Sorge mit, wie kriege ich denn, man kriegt die meisten Sachen leider immer noch über, hey, ich kenne hier jemanden, und hey, jemanden kennenzulernen online ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als jetzt so auf physischen Veranstaltungen. Zum Abschluss wollten wir von Valentina noch wissen, was ihre ganz persönlichen Highlights des Spiele-Line-Ups in der Indie Arena Booth dieses Jahr sind. Und da sie natürlich nicht allein für die Auswahl der Titel zuständig ist, sondern Hilfe von einer großen internationalen Jury hat, muss sie jetzt auch nicht ganz so neutral bleiben, wie man das von einer Messeleiterin vielleicht erwarten würde, die alle Teilnehmer ja eigentlich gleich behandeln soll. Meine Highlights diesjährigen Indie Arena Booth sind zum einen The Legend of Tian Ding. Das ist ein Spiel, da geht es um einen taiwanesischen Volkshelden, und die haben super gut die taiwanesische Kultur mit einbezogen und das sehr interessant dargestellt. Also das finde ich ist eines wirklich meiner persönlichen Highlights. Dann liebe ich noch besonders Death Trash. Die Entwicklung, das ist ein deutsches Spiel, und die Entwicklung, die habe ich jahrelang auch verfolgt, und jetzt ist es endlich im Early Access und wir haben es auch mit dabei. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und Dorfromantik liebe ich auch. Das hat mir persönlich nämlich sehr durch die Pandemie geholfen. Das ist ein ganz meditativer, strategischer Puzzler. Und das macht mich so glücklich, dass ich jedes Mal, wenn ich das Spiel sehe, kriege ich so ganz wohlige Gefühle. Und ich bin sehr froh, dass wir es dabei haben.